Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, die schlimmen Ereignisse in der Silvesternacht haben die gesellschaftliche und politische Stimmung in Deutschland grundlegend verändert. Diese Ereignisse in Köln, Hamburg und auch Frankfurt werden die Dominanz des linksgrünen Zeitgeistes über kurz oder lang in unserem Land beenden. Und das ist gut so, weil es notwendig und überfällig ist. Der heute zur Debatte gestellte Antrag der Römerkoalition aus CDU und Grünen zeigt in seltener Deutlichkeit, wie überfällig das Ende der faktischen Herrschaft der sogenannten politischen Korrektheit ist. Dieser in Politik, Medien und vielen sozialen Bereichen verinnerlichten Quasi-Zensur der Realität sehen sich die schwarz-grünen Antragsteller mit bemerkenswerter Verblendung offenbar auch dann noch verpflichtet, nachdem die Reaktion auf Köln das unausweichliche Ende von Lüge, Schönrednerei, Verdrängung und Ideologisierung gesellschaftlicher Realitäten eingeläutet hat. Ihr Antrag, meine Damen und Herren von CDU und Grünen, zielt in allzu durchsichtiger Weise darauf hin, sehr konkrete Untaten eines sehr konkreten Täterkreises im Nebel eines Sexismus-Generalverdachts gegen nahezu alle Männer verschwinden zu lassen. Das ist schäbig, erbärmlich und auch grob manipulativ. Wer bitteschön soll Ihnen dabei glaubwürdige Motive abnehmen? Ich vermute, das gelingt Ihnen noch nicht einmal selbst. Die Geschichte hat vielfach bewiesen, dass es unmöglich ist, den Zusammenbruch eines brüchig und verlogen gewordenen Zeitgeists zu verhindern. Dieser Wechsel kann zwar verzögert und sogar hartnäckig verweigert werden, doch gegen die unerbittlichste aller Zuchtmeisterinnen, nämlich die Realität sowie die aus dieser Realität folgenden Wirkungen und Reaktionen, kommt niemand erfolgreich an. Und schon gar nicht diese grün-schwarze Koalition am Ende ihrer Zeit, ihrer Kraft und ihrer Perspektive. Wir Bürger für Frankfurt können Sie nicht daran hindern, sich noch eine Zeit lang der gesellschaftlichen Gezeitenwende zu verweigern und ihr Widerstand zu leisten. Nützen wird das nichts. Vernünftiger wäre es, und da spreche ich jetzt nicht die unbelehrbaren Grünen, sondern die noch belehrbaren in der CDU und vielleicht sogar in der SPD an, wenn sie sich darüber klar würden, dass es jetzt zwei Möglichkeiten der weiteren Entwicklung gibt. Ich will Ihnen beide gerne nennen. Entweder Sie kommen runter vom hohen Ross Ihres maroden moralischen Imperialismus und akzeptieren die ganz normale demokratische Auseinandersetzung mit den ungeliebten, aber immer zahlreicher werdenden, ganz Andersdenkenden. Davon würde unser Staat und unsere Stadt politisch wie geistig zweifellos profitieren. Oder aber Sie bunkern sich ein in Ihrer Anmaßung, nur Sie dürften diktieren, was in Deutschland gedacht, gesagt und gemacht werden darf. In diesem Fall wird es eine politische und geistige Wende geben, die ganz und gar nicht nach Ihrem Geschmack sein wird. Sie haben die Wahl noch. Meine Damen und Herren, der lächerliche Versuch, mit diesem Sexismusantrag von ganz realen Problemen, ganz realen Ereignissen in altbewährter, politisch korrekter Weise ablenken zu wollen, dokumentiert leider überhaupt keine Lernfähigkeit. Ich rate Ihnen, etwas Tempo bei Ihrer Einsicht auf die neue Entwicklung aufzunehmen. Wir wissen ja seit Gorbatschow, wer zu spät kommt, dem bestraft das Leben und schon bald auch der Wähler. Wir Bürger für Frankfurt haben den inszenierten Rummel um die sogenannte Willkommenskultur nicht mitgemacht, weil wir nie einen Zweifel hatten, in welchem Kater das enden musste. Wir werden allerdings jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und alle Asylbewerber und echte oder vorgebliche Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Und wir akzeptieren es selbstverständlich in keiner Weise, dass jetzt der gleichermaßen üble wie durchsichtige Versuch unternommen wird, einen Großteil der Männer in diesem Land unter Sexismusverdacht zu stellen, nur damit das verquaste Weltbild
gewisser Kreise und Milieus keinen Schaden erleidet. Zu welcher Kollektivverleumdung dieses Weltbild führt, hat ein führender Hamburger Grünen-Politiker im Zusammenhang mit der aktuellen Debatte so entlarvend zum Ausdruck gebracht, dass ich Ihnen dieses Zitat keinesfalls vorenthalten möchte. Ich zitiere: Alle Männer sind potenzielle Vergewaltiger, ich auch. Zitat Ende. Es mag ja sein, dass dieser grüne Herr Fantasien pflegt, Claudia Roth oder wen auch immer vergewaltigen zu wollen. Viele Millionen Männer in Deutschland haben solche Fantasien nicht. Meine Damen und Herren, da ist der wahrlich sehr linke, gewiss des Rassismus, völlig unverdächtige Philosoph und Publizist Slavoj Žižek viel näher an der Wahrheit dran, wenn er im aktuellen Spiegel schreibt, ich zitiere: Deshalb sind die Bemühungen, Migranten aufzuklären, ihnen zu erläutern, dass bei uns andere sexuelle Sitten und Gebräuche herrschen, Beispiele atemberaubender Dummheit. Diese Migranten wissen das und deshalb tun sie es. Sie tun es gerade, weil sie unsere Empfindlichkeiten verletzen wollen. Zitat Ende. Weil das wohl so ist, wird die Sexismuskampagne gerade bei denen, die Silvester massenhaft und organisiert zu Tätern wurden, völlig ins Leere laufen. Und sie wissen das auch und stellen trotzdem einen solchen Antrag. Was die Grünen betrifft, ist dies das Resultat einer unheilbaren Realitätsverweigerung, die schon längst auch nicht mehr operabel zu beheben ist. Was die Beteiligung der Frankfurter CDU an diesem Antragsablenkungsmanöver betrifft, kann und muss von einem absoluten Tiefpunkt in der zu Ende gehenden Wahlperiode gesprochen werden. Es ist zum Fremdschämen, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, dass Sie sich als offenbar willenloses Anhängsel grüner und linksfeministischer Ideologie so vorführen lassen. Wo ist Ihr Stolz, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion? Wo ist Ihre männliche Ehre in diesem Fall? Aber es ist nun einmal Ihre Entscheidung und Ihre Verantwortung als Fraktion, das zu tun. Die Silvesterereignisse haben auch gezeigt, wie wenig es taugt, das politische und gesellschaftliche Ziel einer auch sittlichen Integration in die deutsche Aufnahmegesellschaft zugunsten einer ideologischen Kopfgeburt wie der multikulturellen Diversität aufzugeben. Nichts hätte unsere Kritik und unsere unbeirrbare Gegnerschaft zu diesem Konzept der faktischen kulturellen Selbstaufgabe überzeugender bestätigen können als die Ereignisse in der ersten Nacht des Jahres 2016. Sie haben aber nicht nur die Integration verraten, sondern sie verraten mit diesem der realen Situation rundum unangemessenen Antrag auch jede einzelne der Frauen, die in der Silvesternacht sexuell belästigt, sexuell attackiert, gedemütigt und an Körper und Seele verletzt wurden. Diese Verantwortung wird keiner von Ihnen los, der diesem Antrag zustimmt, indem die Silvestertäter vernebelt werden. Wir Bürger für Frankfurt stehen auf der Seite der Opfer. Schande über diesen Antrag. Herr Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, dass der vorliegende gemeinsame Antrag NR 1365 von CDU und Grünen nicht mehr als ein skandalöses Ablenkungsmanöver im Hinblick auf die Ereignisse der Silvesternacht in Frankfurt, aber auch in Köln, Stuttgart, Hamburg und Bielefeld ist, hat Wolfgang Hübner heute Abend bereits mit großer Klarheit herausgestellt. Das Vorgehen von Schwarz-Grün, die schrecklichen Vorfälle von sexualisierter Gewalt in der Silvesternacht, so das Zitat aus dem Antrag, in einem mehr als allgemein gehaltenen Antrag zum Thema Sexismus unterzubringen, ist der allzu durchsichtige Versuch, eine offene Debatte und Auseinandersetzung mit den Ursachen und Tätergruppen, die hinter den Übergriffen in der Silvesternacht stehen, zu verhindern.
Ebenso lässt dies auf mangelndes Interesse der Koalition hinsichtlich einer dringend gebotenen Aufarbeitung und vollständigen Aufklärung dieser Vorkommnisse schließen. So auch, wenn weite Teile der politischen Linken und der Grünen, aber auch der anderen etablierten Parteien zu suggerieren versuchen, es gebe keinen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Formen sexueller Gewalt, zum Beispiel indem gebetsmühlenartig angeführt wird, auch auf dem Oktoberfest in München oder beim Karneval in Köln käme es regelmäßig zu Übergriffen auf Frauen. Samuel Schirmbeck bringt das in der FAZ vom 11.01.2016 unter dem Titel »Muslimisches Frauenbild – Sie hassen uns« auf den Punkt, wenn er schreibt. Der Unterschied liegt darin, dass die sexuelle Gewalt in Nordafrika und im Nahen Osten zum Alltag gehört und dass in dieser Hinsicht dort permanent Oktoberfest und Karneval ist, denen sich keine Frau entziehen kann, indem sie diese Veranstaltung meidet. Die Gewalt beginnt vor der Haustür auf der Straße. Sexuelle Übergriffe sind in islamischen Ländern die Regel und nicht Ausnahmen. Eine Muslimin kann in Deutschland den Bus nehmen, ohne befürchten zu müssen, begrapscht zu werden. Eine Europäerin in Nordafrika kann das nicht. Davon konnte ich mich während meines 10-jährigen Aufenthaltes in Algerien und Marokko überzeugen. Und er schreibt weiter, die islamische Grundeinteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige ermutet den Übergriff auf westliche, gleich ungläubige Frauen. Auf diesen zuletzt angeführten Punkt werde ich am Ende meiner Rede noch einmal zurückkommen. Interessant und deshalb erwähnenswert ist noch folgende Passage seines Gastbeitrags, weil sie Aufschluss darüber gibt, wie ein Antrag wie der von Schwarz-Grün überhaupt zustande kommen kann, den wir heute hier zur Debatte haben. Er schreibt, umso schockierender fand ich nach meiner Rückkehr aus Nordafrika den Blick meiner alten Weggefährten sowie des linksliberalen Mainstreams einschließlich der SPD und der Grünen auf die muslimische Welt. Sie schienen keine Ahnung zu haben von dem, was dort vor sich ging, wie sehr Frauen dort unter religiösen Diktaten litten, nachdenkliche Menschen von Staat und Staatsislam gleichzeitig fertig gemacht wurden. Sie schienen völlig zu ignorieren, wie sehr Islam und Diktatur letztlich Hand in Hand arbeiteten, wenn es darum ging, ihre gemeinsamen Hauptfeinde zur Strecke zu bringen. Die Demokratie, die Menschenrechte, die Religionsfreiheit, die Gleichberechtigung. Diese Ahnungslosigkeit, meine sehr verehrten Damen und Herren, gepaart mit scheinbar grenzenloser Ignoranz, ist der Koalition zum Vorwurf zu machen. Denn auf andere Weise lässt sich der von ihr gestellte und heute in das Plenum eingebrachte Antrag nicht erklären. Dabei hätten Sie, werte Kolleginnen und Kollegen von Schwarz-Grün, in den letzten 5 Jahren hinreichend Gelegenheit gehabt, kritische Stimmen nicht nur zu hören, sondern vielleicht auch einmal ernst zu nehmen. Und damit ziele ich jetzt nicht nur auf die durchaus differenzierten und fundierten Darlegungen meiner Fraktion zu den Themen Zuwanderung, Integration, Islamisierung sowie Asyl und den Erfahrungsschatz meiner aus Ägypten stammenden Fraktionskollegin Martha Moser, die heute leider aufgrund von Krankheit verhindert ist. Auch die in den Medien durchaus vernehmbaren Warnungen von Frauen wie Necla Kelek, Sayran Ates, Taslima Nasrin, Hirsi Ali oder Sabatina James wurden von Ihnen ganz offensichtlich in den Wind geschlagen. Stattdessen hatten Sie nichts Besseres im Sinn, als zu versuchen, uns niederzubrüllen, uns als Fremdenfeinde zu verspotten, zu diffamieren und uns ausgelacht, so wie eben wieder. Doch damit sollten Sie jetzt schleunigst aufhören, denn spätestens seit den Ereignissen der Silvesternacht beginnen nicht nur immer mehr Menschen in unserem Lande, dieses schäbige Spiel zu durchschauen, sondern verlieren auch davor, mit der Nazi-Keule kaltgestellt zu werden, wenn sie es wagen, allzu offensichtliche Missstände konkret anzusprechen. Meinen Hut ziehe ich hier und heute insbesondere vor all jenen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt, die selbst Migrationshintergrund haben, sich bei uns gut integriert haben und die Vorzüge unserer Demokratie und freiheitlichen Lebensweise nicht nur zu schätzen wissen, sondern sie auch zu verteidigen bereit sind. Denn wir alle haben etwas zu verlieren. Stellvertretend für all diese Menschen möchte ich an dieser Stelle den in Frankfurt höchst geborenen Samir Boyadan anführen. In einer von ihm am 10. Januar auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft, die mittlerweile bereits über 980.000 Mal aufgerufen wurde, sagt er wörtlich, ich zitiere, wie kann es sein,
Sobald man als deutscher Staatsbürger seine Meinung zu diesen Ereignissen sagt, dass man sofort als Rechtsradikaler in die rechte Gruppe geschoben wird, nur weil man hier Dinge gegen sogenannte arabischstämmige Leute, gegen Leute sagt, die tatsächlich auch stattgefunden haben. Dass man einen absoluten Maulkorb über die Presse bekommt, seine Meinung hier nicht zu äußern, dass einiges vertuscht wird, um nicht in die Öffentlichkeit zu kommen. Wo leben wir hier, wenn ich selbst als blonder und blauäugiger Deutscher mit deutschem Pass mich dazu äußere, sofort in die rechte Ecke geschoben werde? Wenn ich auf die Straße gehe und dagegen meine Meinung sage und vor allem auch demonstriere, dass ich dann sofort zu den Rechtsradikalen gehöre? Wenn es der Deutsche nicht machen kann, dann werde ich jetzt mal als marokkanischer Staatsbürger mit dunklen Haaren, mit braunen Augen meine Meinung ganz klar äußern. Und Sie können sich das Video sehr gerne anschauen. Das hat er überaus deutlich getan. Und er hat zu 100% die Meinung von mir und meiner Fraktion kundgetan. Ich fasse also abschließend zusammen. Erstens, die Betrachtung der sexuellen Übergriffe in der Silvesternacht muss differenziert erfolgen. Die Ursachen genau analysiert und dann auch benannt werden. Dies aus falsch verstandener politischer Korrektheit nicht zu tun, ist nicht nur grob fahrlässig, sondern wird den Opfern nicht gerecht und befördert lediglich das Übel. Zweitens, hören Sie endlich damit auf, Menschen, die sich kritisch mit der Politideologie des Islam bzw. mit fundamentalistischen Lesarten und Interpretationen des Islam auseinandersetzen, als Fremdenfeinde, Islamhasser oder Rechtsextreme zu diffamieren. Und drittens, und hier komme ich noch einmal auf die eingangs bereits erwähnte islamische Grundeinteilung der Welt in Gläubige und Ungläubige zurück. Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die Angriffe der Silvesternacht sehr wohl etwas mit dem Islam zu tun haben. Ich schließe daher mit der Antwort der ehemaligen Femenaktivistin Sana Ramadani auf die Interviewfrage, was man in Deutschland tun könne, um mit der Migrationsbewegung nicht die Steinzeit in unser Land zu holen. Denn die von ihr gegebene Antwort steckt als Essenz sowohl im Programm als auch in dem 2010 von den Bürgern für Frankfurt BFF erarbeiteten Integrationskonzept. Ich zitiere sie jetzt. Wir müssen damit aufhören zu glauben, dass das mit dem Islam nichts zu tun hat. Das hat mit dem Islam sehr viel zu tun. Damit bezieht sie sich auf die Ereignisse der Silvesternacht. Wir müssen von den Migranten ganz viel fordern. Wir müssen vor allem von den Migrantinnen viel fordern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.